Ich hoffe, die laufen nicht wieder vor das Auto. So, ich nehme nur einen Karton mit. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gekauft. Wahrscheinlich haben wir zu viel gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Das eine Regal in der Ecke lasse ich erstmal stehen. Das da. Moin, Herr Scheich. Guten Morgen. Wie geht's denn so? Schönen guten Tag. Wie ist so das Wertebefinden? Oh, was wollte der Scheich haben, was es nicht gibt? Unterhosen? Ich bin mir nicht sicher. So. Okay. Ja, wir rollen gerade noch ein. Wir sind gerade noch hier frisch im Aufbau, liebe Konsumer. Wir sind gerade noch im Aufbau. Es wird noch mehr werden. Ja, beehren Sie uns bald wieder. Tschüss. So, man muss ja freundlich sein, ne? Man muss ja hier, ne? So. So, okay, pass auf. Was haben wir hier? Watermelon Drink? Ja. Haben wir hier. Packe ich direkt hier wieder hin. Schade, dass man echt die Preise nicht irgendwie mal sehen kann, anpassen kann. Vielleicht kommt das alles noch, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Toast, Cola Bottle. Jo, Cola Bottle nehme ich auch. Das war die Smalle, ne? S war das, ne? Gut, solange was verkauft wird, ist alles gut. Aber wenn nichts verkauft wird, ist blöd. Dann nehmen wir nämlich nichts ein. Aber die Konsumer wollen ja wahrscheinlich auch, Outer Flakes Hot Onion Chips. Aber die Kunden wollen ja wahrscheinlich auch, bestimmt auch, nicht jeden Tag dasselbe kaufen, sondern die kaufen ja auch immer so das ein, worauf sie gerade Lust haben. So. Hier hin. So, was haben wir danach noch? Toothpaste. Das Zahnpasta ist das, ne? Outer Flakes. Cola Bottle. Haben wir ja zweimal gekauft. Ich hoffe, die beehren uns trotzdem bald wieder, auch wenn wir es nicht ändern können gerade, weil wir halt nicht so viel haben. Irgendwie macht das voll Spaß, hier die Regale einzuräumen. Watermelon Drink. Ah ja, stimmt. Hatten wir ja noch mehr von. So. So. Boiled Frog. Zwei Stück sind da noch drin. Was war das denn? Nein, was? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Warum hat er denn das Klopapier genommen? Ich hatte doch noch Watermelon Drink. Okay. Ja, ich hätte das gerne andersrum. Mit Herzchen. Hier ist softes Klopapier. Und packen wir nach unten, oder? So. Dann haben wir hier die Erbsen. Die guten Erbsen. Ich hoffe, das geht alles weg und wird alles gekauft. So. Ah, diese entspannte Musik. So, Toilettenpapier. Soft. Dab, dab, da, da, dab, da. Warte. Moment. Ah, wir sind ein richtiger Geschäftsmann. So, nochmal Toilettenpapier. Pack ich mal hier rein. Kann man auch seitlich stellen, ne? So. Ah, die Produkte müssen ja immer gut beworben werden. Onion Chips haben wir auch noch ein paar. So, der Laden läuft. Erwin Müller, Businessman. So. Ja, das habe ich mal am ersten Tag schon gesagt. Das macht mega Laune, diese Regale einzuräumen. Oh, da wurde gerade Salatdressing gekauft. Zahnpasta. Können wir... Ich glaube, hier hinpacken. Wir müssen echt zusehen, dass wir dann auch irgendwie so das bisschen sortierter haben, ne? Dass wir dann zum Beispiel so... Also, so wie es halt im echten Shop auch ist. Dass du halt so Zahnpasta und so Drogerieartikel zusammen hast, ne? Du liest ja zum Beispiel auch keine Wassermelone zu Zahnpasta, so ein Kram. Ne? So, noch mehr Zahnpasta. Ich hoffe, die wird gekauft. So.
Wollen wir noch eine zweite Reihe gleich anfangen? Ja, sie vermissen einiges, aber ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, dass die Sachen irgendwann trotzdem gekauft werden. So, Outer Flakes. Können wir hier noch zupacken? Wir waren ja auch sehr gefragt. So. So. Du, 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 du. So. Aber krass, dass wir auch Wände bauen können in so einem Laden. Bin ich jetzt noch nicht so darüber im Klaren, ob wir das nutzen sollen. Na gut, mein, klar, man kann den Raum dann aufteilen. Logisch. Aber ich sehe gerade noch nicht die Intention dahinter, ob wir das machen werden. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wir sind ja noch relativ früh im Game. So, okay. Das Regal leert sich auch so langsam. Das Toilettenpapier packe ich mal hier hin. Das gute Charmin. So, die Flakes packe ich auch mal hier hin. Was wollt ihr denn? Ich guck mal eben, was wollen die denn alles? Alter Schwede. Suppe, Bodyöl, Cookies, Nuts, Apple, Strawberry Jelly. Okay, Cherry Juice, Cannon Fruit, okay, puh. Shop Rating ist 0%. Customer Appliance lose 3 Shop Rating Points. You need to have at least 30% Shop Rating to be able to buy houseware. Okay. Shop Rating is a key rate. A customer does not find his order and leaves the shop angry. Selling a product to a customer gives you plus 1 Shop Rating. Okay. Shop Rating is useful to products and customer. Okay. Gut. Shop Upgrades. Was können wir denn hier alles kaufen? Magazin Display, Newspaper. Okay, das können wir auch so kaufen hier. Expand Shop 5000. Holy shit. So, warte mal. Wir haben ja die Soda Bottle. Kosten 13. Wir haben 5 Stück, glaube ich, gehabt. Ne? Waren es 5? Ich glaube, es waren 5. Ne? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 5 waren drin. Für 44. Das sind 26. 30. 39. Ja, wir verdienen auf jeden Fall. Wenn alle verkauft werden, verdienen wir. Aber macht er ja tatsächlich. Aber was verkaufen wir denn bei den günstigen? Man müsste mal gucken bei den günstigen, was wir da, wie viel wir da einnehmen. Eggs für 9. Ich weiß gar nicht mehr, was die Eier gekostet haben. Was wird denn hier echt auch viel gekauft? Mayonnaise wird, glaube ich, auch viel gekauft, sehe ich gerade, oder? Mayonnaise, Mayonnaise, Eggs. Okay. Man müsste das noch sortieren können. Das wäre noch geil. Also zu was zum Beispiel viel gekauft wird und so ein Kram. Der Customer will ja wieder 100 haben. Also diesen Tag verdienen wir echt nicht viel, muss ich sagen. Ganz wenig aktuell. Er kommt auf jeden Fall wieder, das ist sehr schön. Shop-Rating, 1%, ja. Aber geht direkt wieder runter, wenn einer wieder was nicht kriegt. Zum Beispiel, wenn er was nicht kriegt, geht das wieder runter. Sein Zwillingsbruder kommt gerade. Toll. Das heißt also, wir haben jetzt 0, ne? Ja, 0%, okay. Gut, was wollte er haben? Baguette. Ja, toll. Ihr müsst das kaufen, was ich habe. Verdammt, wir sind Tante-Emma-Laden. Cola-Bottle, Eier. Auch nochmal hier oben platzieren, die letzten. Oh, hallo, Erwin. Erwin Müller, ich bin Erwin Müller, ich bin der Chef. Du verkaufst nur Scheiße. So. Ah, die sind auch noch Eier. Cool, wir haben noch ein paar Eier hier. Eier, wir brauchen Eier, hat er gesagt, der Erwin. Ich räume mal ein bisschen um. So. Okay, einer hat gekauft, einer hat nicht gekauft. Ist blöd, ne? Weil dann kommst du auch nicht irgendwie voran hier. Hier würde ich mal gucken, dass wir das vielleicht irgendwie jetzt demnächst mal ein bisschen Schubrakete das kriegen. Dass wir es ein bisschen besser hinbekommen. Aber gut, wir müssen doch erstmal einarbeiten und gucken. Oh, ein zweiter hat gekauft. Juhu! Dass wir uns ein bisschen reinarbeiten, was hier gefragt ist und was nicht. Ne?
Wir müssen ja auch noch essen. Kekse können wir auch selber essen, wenn wir wollen würden. So. So ist das Regal gleich leer. So. Die Water Bottle. So. Können wir hier oben hinstellen. Das ist die große Cola. Müsste 2 Liter sein. Oder 1,5, ne? Zulufis. Zulufis, Zulufis. So. Okay, Regal voll. Dann können wir das mal eben umplatzieren. Pickup mit T. Dann würde ich das Regal tatsächlich vielleicht mal hier hinpacken. So. Hier so. Na, warte. Mal eben. Thirsty. Ja, ich bin thirsty. Ich bin thirsty. Ich bin thirsty. Ich trinke mal 2 Cola. Und wir gucken dann mal eben auf unsere Player-Status. Okay. Getrunken haben wir. Wir müssen was essen. Die Kekse gingen auch gut. Ja gut, was heißt, gehen gut weg, ne? Aber ihr Chips können wir mal essen. So, Food ist voll. Ja, trinken nicht ganz voll. So, wir haben 21 Uhr. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt noch welche kommen. Okay, der Verkäufer ist weg. Also 21 Uhr ist der Verkäufer weg. Aber es wird noch was verkauft. Das ist wahrscheinlich der letzte Kon... Beehren Sie uns bald wieder. Tschüss. Danke fürs Einkaufen. Blup. Ich glaube, 21 Uhr ist hier Geschäftsschluss. Ja, war nicht so erfolgreich, ne? Wir haben 215 Dollar. Ich hoffe, das läuft morgen besser. Oh, das wird, glaube ich, so großartig. Das wird, glaube ich, richtig großartig. Ja, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Und da muss ich auf jeden Fall zusehen, dass wir noch mal ein bisschen was einkaufen, was sie haben wollen. Haben die Shops eigentlich auch abends noch offen? Ich frage für einen Freund. Aber bevor wir jetzt schlafen gehen, könnte man ja schon noch mal ein bisschen einkaufen für morgen schon mal. Ich frage mich, ob man sich das auch liefern lassen kann. Ging das nicht sogar im ersten Teil, dass man sich Sachen liefern lassen konnte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, Ah, tanken müssen wir doch nicht. Öl 85. Oh. Die Kurve habe ich nicht so gut gekriegt, ich weiß. Aber Auto ist heile. Das ist ein Auto der ersten Klasse. Das ist also dieser kleine, keine Ahnung, was es sein soll. Fiat oder so. Der kleine Fiat hier, der macht es richtig gut. Ich glaube, die Shops haben rund um Uhr offen. Sieht zumindest danach aus. Alter, das ist der Wind, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gleich irgendwelche Zombies hier ankommen. Guten Abend! Da steht der Geist drauf. Okay. Gut, lass mal gucken, was die haben wollten. Milch und so, Schießmilch, ja. Pasta? Pasta war hier, glaube ich, irgendwo, ne? Oder? Ich hatte Pasta irgendwo gesehen. Da, Pasta. Kaufen wir mal zweimal. Kostet 24. Dann. Soße, Sandcake. Soße und Sandcake. Sandcake war hier, ja. Bevor jetzt der morgige Tag anbringt, würde ich die guten Preise einfach mal kaufen. Soße, wo haben wir denn Soße? Soße muss in der Flasche sein, ne? Strawberry, High Price. Soße hier irgendwo. Handed Fruit. Soße hier, yo. Würde ich auch zweimal kaufen. Warte mal. Erzähl mal eben die Dings hier oben. Die erste Kiste. Die zweite packe ich direkt daneben. Moment. Kaufen jetzt erstmal einen für morgen früh. So. So. Und da kriegen wir noch ein bisschen mehr drauf, ne? Wenn wir so hinpacken. Nochmal Soße würde ich nochmal kaufen. Ich hoffe, das wird alles gekauft und alles. Da, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich alles gekauft wird. Das ist ja das A und O, ne? So, wir haben nicht mehr so viel Geld auf Tash. 91 noch, 22 Uhr. Water Bottles S. Canned Fruit und Water Bottles S. Water Bottles S ist das.
Kostet 5. Ganz ehrlich. Kaufen wir mal ein bisschen mehr von. Vielleicht in der Hoffnung, dass, dass da, mehr gekauft wird. Weiß ich noch nicht. Kann ich da noch mal ein bisschen Platz schaffen, dass da noch einer... Obwohl, wir haben 3 Plätze im Inventar. Irgendwas können wir noch kaufen. Ich gucke noch mal eben. So, warte mal. Cherry Juice und Cannon Fruits. Also, Dosenfrüchte. Cannon Fruit. Cannon Corn. Cannon Fruits. Gut, Preis 22. Ja, komm. So. Dann würde ich sagen, düsen wir nach Hause. Beziehungsweise einmal zum Laden. Einräumen und dann der nächste Morgen. Das ist so erstmal unsere Prämisse. Für den nächsten Tag. Aber gut, dass wir nochmal neu gestartet haben mit Tutorial und so. Bin ich ganz froh drüber. So. Okay. Schade, dass hier keine Autos rumfahren. Vermisse ich ein bisschen. Okay, Reset-Vehikel geht auch mit R. Okay. Also wenn wir uns überschlagen sollten, können wir resetten. Steht unten links. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, weil es so klein ist. So. Erwin ist unterwegs, noch tief in der Nacht in seinem Laden. So. Nein, nicht rückwärts fahren. Uah, das Auto rollt immer weg. So, ich würde sagen... Ja, kann ruhig offen sein. Das Problem ist, es passiert sowieso nichts. Ich weiß nicht, was ist denn das? Cannon Fruit. Water Bottle. Wir haben ja noch ein Regal hier, ne? Vielleicht stelle ich das mit den Getränken vielleicht mal um. Dass wir schon mal vielleicht so, mal so ein bisschen sortieren. Cannon Fruit. So, was haben wir denn hier alles? Pickup. Soße, Pasta und so ein Kram. Das ist Soße. Das ist auch Soße. Das ist Sandcake. Sandcake ist auch hier drin. Pasta. Warte. Später können wir wahrscheinlich solche Sachen kaufen und einfach einlagern bei uns. Im Lager wahrscheinlich, im Lagerraum. Schätze ich mal. Das wird wahrscheinlich auch später gehen. Water Bottle S. Da, Water Bottle S. Und nochmal Pasta. Haben wir da, warte. So. Ich will mal eben die Getränke... Nein, nein. Mitnehmen. So. Und eine Dose nehme ich noch mit. Dann würde ich, pass auf, ich fange mal eben an. Ich würde einmal hier anfangen zu platzieren. Cola. 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 Das macht echt Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. So. Die Dose mit dem Watermelon. Die sieht so harmlos aus, so vereinsamt da unten. So ein bisschen armselig da unten, das Döschen. Döschen, Möschen. So, ohne Döschen kein Möschen. So. Wie gut das auch einfach funktioniert. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Gut, wie gesagt, der erste Teil war ja schon so cool. Ich meine, er hatte auch seine Schwächen. Klar, sicher, logisch, natürlich. Selbstverständlich. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ob ich das so gut rüberbringen kann, aber es ist echt cool gemacht. So. Okay. Weiter Cola. Nein, nicht. So. Okay, ich mache noch eine zweite Reihe. Wir haben ja Platz, so ist es ja nicht. Die Regale sollen ja gefüllt aussehen, wenn die morgen kommen. Die Kanzu Customers. So. Die Flaschen nehmen wir auch noch mit. Nein. Wieder falsch gedrückt. So. So, dann hier Orange. Mandarine. Die Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja.
So. Ach, guck mal, wie schön das aussieht, wenn das so sortiert ist. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann machen wir mal die Water Bottles. War ja, glaube ich, Getränke war ja, glaube ich, jetzt nichts mehr, ne? Nee, okay. So, Water Bottle. Machen wir hier unten ein bisschen Wasser hin. So. Dann sieht das auch ein bisschen attraktiver hier aus für die Kundschaft. Klar, die Regale sind jetzt ein bisschen armselig, muss man sagen, so wie es ist. Aber das kommt ja alles. Wir müssen ja auch erstmal Geld verdienen, ne? Wir müssen erstmal Geld verdienen, um halt auch unseren Laden ausbauen zu können und so weiter. Ne? Unseren Möchtegern Aldi hier. Wir machen hier den ganzen Nachbarn Konkurrenz. So, haben wir ein paar Wasserflaschen gekauft. So. Also langsam füllt sich das Regal. Und den können wir nochmal ein bisschen umplatzieren. Den können wir nochmal ein bisschen nach da hinten. Warte. Nehmen den nochmal weg. So. Ah, da bin ich ja ein richtiger Monk, ne, was das angeht. Ich hätte schon immer gerne so richtig so ordentlich. So. Gut, dann haben wir da nochmal Wasserflasche. Eine noch. Die packen wir einfach hier in der Mitte. So. Voll schön. Finde ich gut. Da haben wir ein Getränkeregal. Hier haben wir... Das würde ich auch nochmal rüberpacken. Charmin. Toilettenpapier hier unten. Aufgereiht. Ja. Sehr schön. Nein, es sind keine Windeln, auch wenn es so aussieht von der Packung her. Es ist Toilettenpapier. So, einen haben wir noch. Packen wir hier drauf. So. Eier. Ich hoffe, ich kann mir das alles behalten, später auch. Mit Dings, wo was hinkommt und so, ne? Aber wenn wir nachher wirklich Regale haben, richtig vernünftig sind, dann möchte ich, dass das ordentlich aussieht. So, Chips, den ganzen Krempel. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Cannon Fruits. Das kann hier gut zu den Cannon. Ich würde tatsächlich die Chips und so und die Kekse hier unten hinpacken. Machen wir das mal. So, warte. So. Paprika-Chips gingen auch immer, ne? Irgendwie in der letzten Zeit. Sind, glaube ich, auch ganz gut weggegangen. Ich glaube, wir hatten da ein bisschen viel von. Also, wir hatten da richtig viel von. Die Onions waren ja auch gefragt. Mal gucken, ob die morgen weggehen. Heute sind die leider noch nicht so weggegangen. Ich frage mich, ob die immer unterschiedlich fragen, also unterschiedlich haben wollen. Ich glaube, das ist, glaube ich, so. Also, du kaufst ja auch selber privat nicht immer dasselbe ein. Du kaufst ja auch immer unterschiedlich. Klar, gewisse Dinge hasse immer dieselben. Aber ansonsten, glaube ich, kaufst du, glaube ich, auch in der Regel auch mal ein paar andere Sachen ein. So, Dosen. Hier sind die Erbsen wieder. Geh mal dahin. So. Das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir sehr gut, dass das so gut funktioniert. So, die Dosenfrüchte. Sehen aus eher wie Becherfrüchte, aber okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt, mit dem Preis, wie das funktioniert. Ob das so richtig war. Mit gut Preis immer nehmen oder lieber High Preis. So, warte. So. Regale einsortieren. Ich mag es sehr. So, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Grab war... Ah ja, Cheese. Mac Cheese. Macaroni-Käse. Den packen wir auch hier oben hin. Kommen wir direkt zu den Eiern. Da kann man direkt noch mal ein paar Eier mitnehmen, wenn ihr hier so... Pasta, genau, Pasta. Aber das ist, glaube ich, Macaroni und Käse ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. So, warte. Macaroni und Käse, boah, würde ich auch mitnehmen. Drei Packungen. Würde ich auch direkt... Kann ich das essen? Ah, das kann ich nicht essen. Gut.
Nee, okay, das kann ich. Also kann ich nur Sachen essen, die offen liegen. Also wie zum Beispiel Brot oder so ein Kram. Das kann ich alles essen, okay. Aber wie entspannt die Musik dabei ist. Oh, warte. So. Ich weiß gar nicht, ob das auf Steam gute Bewertung bekommen hat, das Spiel. Aber ich finde es echt klasse. Es macht echt Spaß. Original, was steht da? Original Flavor. Easy Cheesy. Easy Cheesy. Okay, wir haben nicht ganz, wir haben ein bisschen Platz gespart, aber ich glaube... Ich glaube, damit kann ich leben. Ja. Ah, wie schön sortiert man das kriegt. Hätte ich nicht gedacht. So, Sandkäse, Soße. Ah, hier, hier, Kekse. Sandkekse. Oder Sandkuchen. So, warte. So. Sandkuchen. Warte mal, das geht besser. Ja, es geht besser. Ich bin ein richtiger Monk. Weiß. Ich bin ein richtiger Monk. Es tut mir leid. Es tut mir ein bisschen leid. Ich bin ein richtiger Monk, was Ordentlichkeit angeht. Ja, ich weiß, meine Blase ist voll. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss gleich erstmal schön einen abseilen. Auf dem Klöchen. So, Sandcake. Kriegen wir hin. Ich lasse mich jetzt nicht unter Druck setzen von meiner Blase. Sowas fangen wir gar nicht erst an. So, sehr schön. Das liebe ich. So, die Soße packen wir auch noch da rein. Die würde ich, glaube ich, hier oben hinpacken. Ketchup ist das, ne? So. Ich weiß nicht, ob wir dann Leben verlieren oder so, wenn wir die Blase nicht leeren nach einer gewissen Zeit. Keine Ahnung. So, warte. Ja. Ja, komm, die kriegen wir jetzt auch noch hin. So. Jawohl. Ah, oh, wie cool. Das gefällt mir. Okay, Laden schließen. Ab zum Klo. Ja, ich komm schon. Oh, ich muss so pinkeln. Oh, Erwin. Erwin. Erwin muss am Klo. Oh, Abkürzung. So. Da ist schon unser Zuhause. Wuhu. So. Das war doch mal. Guck mal hier. Ach, ist das schön. Da gehen wir jetzt erstmal schön ein abdonnern. Ah, so. Und nochmal duschen. So, sehr schön. Das heißt, wir sind ja eigentlich sauber, ne? Oder? Ja. Essen und trinken, das können wir morgen machen. Wir haben 6 Uhr. In 2 Stunden öffnet der Laden. Ich glaube, um 8, ne, haben wir aufgemacht. Okay. Ich würde sagen... Ich lege mich schlafen. Der morgendliche Schiss. So, und natürlich erstmal... Achso, ich bin nicht dreckig. Okay, Freunde. Ich würde speichern. Wir machen natürlich miese, habe ich gerade gesehen, weil er jetzt bezahlt wurde, der Mitarbeiter. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Bei, ja, Trader Live Simulator 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet wieder bei dem Video. Und, ja, oh mein Gott, das wird noch sehr, sehr cool, glaube ich. Und deswegen würde ich sagen, euer Erwin ist raus. Erwin Müller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.